PC Building Simulator, Folge 11. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, es geht weiter. Und wir waren dabei, den PC zu entstauben. Ich habe das leider nicht in der Auftragsübersicht hier. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das passt so. Ich würde aber sagen, ja, also ich sehe jetzt keinen Staub mehr. Das müsste eigentlich so in Ordnung sein. Sieht entstaubt aus. Ich habe übrigens mal nachgeschaut wegen dem Achievement. Das habe ich euch ja versprochen. Es war ein bisschen merkwürdig. Das Achievement heißt insofern oder bedeutet insofern, dass man einen AMD-Prozessor, also eine CPU von AMD, kombiniert mit einer Nvidia-Grafikkarte. Also einer Nvidia-GPU. Und dann bekommt man das Achievement, das Beste von beidem oder irgendwie so ähnlich. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Also entweder wurde mir jetzt ein PC geliefert, der beides hat. Oder keine Ahnung, ich habe das nicht gebaut. Vielleicht glitscht auch das ein bisschen, aber mehr kann ich euch nicht sagen. Ja. Jetzt würde ich sagen, schließe ich den Quatsch hier erstmal an. Moment, das ist natürlich Quatsch, was ich mache. Ich meinte natürlich Kabel. Ja, ich bin noch ein bisschen kalt, ihr müsst es entschuldigen. Und es fällt mir, vielleicht nicht zuerst den Strom. Es fällt mir nicht so mega leicht, mich heute zu konzentrieren. Aber ich gebe alles für euch. Weil es ist quasi, wenn ihr vom Infovideo ausgeht, noch schlimmer geworden, als ich im Infovideo erzählt habe. Aber ich will euch damit nicht immer so belasten. Aber wenn ihr die Kommentare und meine Antworten aus dem Infovideo durchliest, wenn ihr es wirklich wissen wollt, wisst ihr vielleicht, was heute mit mir los ist. Egal. Was soll's. Ich schaue, dass ich jetzt auf jeden Fall mal den Dinger anwerfe. Und schaue, ob er hochfährt. Und dann muss ich ein Antivirus installieren. Das Hintergrundbild ist aber, naja, gut, nicht neu. Was ich mich nur wundere, ist das jetzt Absicht oder auch ein Bug? Dieser Screen, auch mit diesem, ich nehme einen Kartoffelchip und knuspere ihn weg und so, das ist aber, wie soll ich sagen, das ist aber schon mal da gewesen. Das ist also nichts Neues, wenn ich das mal so sagen darf. Entweder wiederholt sich das ab und zu, was ich verstehen könnte, oder keine Ahnung was, aber das ist nicht neu. Aber kann ich halt auch nichts machen jetzt, gell? Aber das ist nicht neu, also das hatten wir schon. Na gut, ich muss den Stick installieren, der hier mit drin ist. Dann kann ich jetzt auch den Virenscan installieren. Oder Virenscanner installieren. Hier. Habe ich doch gerade gemacht. Hä? Wie? Habe ich doch gemacht? Ist doch dran. Ach nee, ich habe noch gar nicht. Mein Gott, also. Ja, ich sag ja, entschuldigt bitte, ich bin nicht tausendprozentig konzentriert. Aber ich möchte halt trotzdem euch nicht hängen lassen. Ja, okay. Machen wir drauf. Nee, ist komisch, gell? Ich glaube, das hat mich jetzt zusätzlich irritiert. Das kennen wir doch schon, dieses ganze Zeug. Ist nicht neu. Gut, vielleicht wiederholt sich's. Weil ich habe kurz überlegt, habe ich einen alten Spielstand jetzt geladen oder sowas? Aber kann ja eigentlich nicht sein. Macht da keinen Sinn. Das ist schon der neue. Jetzt machen wir den gleich mal den Scan. Okay. War klar, dass was drauf ist. Okay, soweit so gut. Die Kabel, glaube ich, hat er noch gewollt. Richtig? Muss mal schnell schauen. Also es hat mich jetzt irritiert. Es ist exakt derselbe Hintergrund, wie wir schon mal hatten. Welcher ist denn das? Der da? Ja, genau. Blablabla, genau. Und neulich habe ich Kunststoff-Weißkabel. Okay, da muss ich die austauschen. Kunststoff-Weißkabel. Na gut. Versuche ich mal. Da muss ich den Rechner ausschalten. Was, sonst kann ich da nicht dran rumfummeln. Ich mache das meistens immer so rabiat, wie ich es gerade eben gemacht habe. Kunststoff-Weißkabel. Okay. Ummantelt hatten wir da immer, wenn ich mich nicht irre. Ja, müsste eigentlich passen. Die Frage ist nur, welche das jetzt sind. Wobei ich eigentlich immer versuche, dieselben da zu nehmen. Das ist jetzt natürlich die Frage. Also das da, denke ich mal, auf jeden Fall. Oder was meint ihr?
Also das Kabel. Das müsste, glaube ich, gehen. Das ist immer die Frage. Und dass ich halt das wieder drauf mache. Ja, genau, das hat schon mal funktioniert. Die Frage ist, was war noch? Was war noch? Das ist noch ein Kabel. Ich weiß nicht, ob man da auch Kunststoff weiß oder. Ich würde sagen, ja. Machen wir es gleich wieder direkt, auch wenn er immer wieder mich fragt, was ich nehmen will. Funktioniert das? Ja, das geht auch. Das sieht auch gut aus. Ja, das passt schon mal. Ja, beim Rest bin ich mir jetzt unsicher, muss ich gestehen. Ja, das ist nicht so einfach. Das ist auch ein Kabel. Ich glaube nur nicht, dass man das austauschen kann. Aber ich muss es versuchen. Boah, frag mich doch nicht jedes Mal. Ah, das geht auch. Halali. Wobei, da ist jetzt die Frage natürlich, das war mehr so ein gestaffeltes Kabel, oder? Ich glaube, das ist nicht so gut, was ich da gerade gemacht habe. Ich muss es schon versuchen, perfekt zu machen. Und zwar das da. Ja. Weil das war vorher auch so ein Mehrfachkabel. Also jetzt bin ich doch irritiert. Ich hatte doch bei diesem 4-Sterne-PC auch sowas gemacht und da konnte man diese Hauptplatinenanschlüsse nicht tauschen. Ob das doch zu wenig Kabel, müsste ich mir die Folge nochmal anschauen. Ich war aber der Meinung, ich habe es probiert. Dass ich doch zu wenig gemacht habe an den Kabeln. Ich war aber der Meinung, ich hätte es probiert. Auf jeden Fall kann ich das Kabel noch tauschen. Das ist jetzt auch so die Frage, ob das jetzt mehr so ein flexibles ist. Ich würde sagen, ja. Hä, wieso gehen die denn jetzt auf einmal was? Also ich könnte schwören, vielleicht war es auch ein Bug, aber beim letzten Mal habe ich versucht, so Sachen wie Hauptplatine kabelmäßig zu tauschen und es ging nicht. Vielleicht war er deswegen nicht so richtig zufrieden. Dass ich da irgendwie, das ist hier auch noch was zu wechseln, ist auch mehr so. Hä, das gibt's doch nicht. Also ich könnte schwören. Also das müsste ich nachschauen. Das müsste ich nachschauen. Weil komischerweise, jetzt gehen lauter Kabel, die vorher nicht gegangen sind. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich könnte schwören, da müssten wir mal in der Folge nachschauen, dass ich alle Kabel damals bei diesem Typen mit den 4 Sternen probiert hatte. Und sie nicht gingen. Ja, die waren nicht austauschbar. Ich habe sogar das Kabel hier probiert damals. Das hier. Und es gingen einfach nicht alle. Und jetzt auf einmal gehen unzählige Kabel? Also das irritiert mich. Weil das geht jetzt nämlich auch nicht. Und genau so war es bei diesem Typen mit den 4 Sternen, dass das auch nicht ging. Da hatte ich auch so diese Prozessorgeschichte und so, habe versucht auf weiß zu gehen. Und er hat immer wieder dasselbe eingebaut oder irgendwie sowas. Also, oder ich habe mich vertan, ich müsste mal die Folge schauen. Oder das Spiel hat mir ein Bein gestellt. Auf irgendeine Weise, dass es vielleicht einfach nicht richtig funktioniert hat, gebuggt hat. Jetzt habe ich das Bedürfnis nochmal zu gucken. Da unten ist doch auch noch mal ein Kabel, man sieht auch nicht immer alles. Okay, das ist auch mehr so ein flexibles. Aber das geht jetzt auch nicht, seht ihr? So war das bei dem Typen ungefähr. Bei dem Typen ging das auch nicht. Also, entweder ich habe das ein oder andere Kabel hätte, wäre vielleicht möglich gewesen, aber seht ihr, das Kabel ging jetzt nicht. Das Kabel ging jetzt auch nicht. Ich habe natürlich auch versucht, das so zu nehmen, wie es sich gehört. Ich könnte höchstens mal versuchen, ob ich widerspreche, so quasi, ob ich extra mal so ein ummanteltes nehme, das vielleicht dann weiß ist. Nee, das macht einfach keinen Unterschied. Er nimmt da immer. Ja, und so war es bei dem 4-Sterne-Typ. Dass ich praktisch da nicht dagegen sprechen konnte. So war es bei dem 4-Sterne-Typ. Da habe ich auch das hier zum Beispiel, diese Hauptplatine angeschlossen und es ging nicht. Vielleicht ist es auch von PC zu PC unterschiedlich. Jetzt schaue ich nochmal, dass ich die Rückseite auch abmache. Ich will es jetzt richtig machen. Oh, jetzt ist er mir im Weg mit dem. Machen wir so. Ja. Also das irritiert mich jetzt. Ja gut, das ist die Hauptplatine. Das hatten wir gerade probiert. Hier ist vielleicht noch ein Kabel. Was ist das? HDD ist da noch. Das habe ich nicht gesehen. Seht ihr? Das hätte ich jetzt übersehen. Ja, die muss natürlich auch weg. Und genauso gründlich war ich bei dem 4-Sterne-Typ halt auch. So viel kann ich euch sagen. Ja, ich nehme halt ganz links. Ist ja eigentlich schon mal egal.
Ja, jetzt ist das nämlich auch weiß. Also das Einzige, was nicht geht, ist das hier. Ja. Und das hier. Der Rest hat funktioniert. Bei dem Vier-Sterne-Typ hat deutlich weniger geklappt. Da hat die Hauptstromversorgung nicht geklappt und so. Mag natürlich aus irgendeinem Grund sein. Lässt sich vielleicht nicht tauschen, weil es fest verbaut ist. Und bei so einem Cooler Master, wenn es sowas ist, kann man es rausziehen. Das kann natürlich sein. Aber ich merke Unterschiede. Aber egal. Kann mir jetzt auch nicht ewig damit aufhalten. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl. Also das Kabel geht nicht, das geht nicht. Müsste eigentlich passen, wenn man es ganz gründlich nimmt. Müsste passen. Eigentlich habe ich alles gemacht. Nochmal ein bisschen näher ran. Näher geht's auch nicht. Sollte geklappt haben. Ich werde jetzt nicht anfangen, noch irgendwelche anderen Boxen ausbauen. Müsste ja passen. Ja gut. Dann können wir eigentlich die Klappen wieder drauf machen. Dann geht das. Müsste hier drauf passen. Hoffentlich ist er zufrieden. Es wird nicht meine letzte 4-Sterne-Bewertung gewesen sein, aber geärgert hat es mich schon. Ja, das kann man sagen. Okay, er möchte jetzt irgendwie nochmal, dass ich hochfahre, vielleicht weil ich an den Kabeln rumgespielt habe. Meinetwegen. Jetzt power ich den Strom einfach mal an. Ich brauche da gar nicht unbedingt darüber schauen. Das sieht cool aus mit den Dingern. Also lädt. Virenscan habe ich gemacht. Ich glaube nicht, dass ich noch einen Benchmark brauche. Kann ich mir nicht vorstellen. Die Kabel sind getauscht. Entstaubt ist er. Ich glaube, wir haben alles gemacht. Ja, würde ich sagen. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Na gut. Dann nehmen wir ihn auf und platzieren ihn. Ich mache ihn mal darüber irgendwie, dass ich weiß, was fertig ist. Wenn er mich lässt. Jetzt schauen wir uns aber vorher nochmal an, bevor wir ihn abgeben. Das war der. Ja, Malware haben wir gemacht. Schaffen Sie es bis heute, kriegen wir hin. Lüftungsschlitze, bla bla bla. Verstaub ist raus. Kunststoff-Weißkabel, wir haben echt viele davon getauscht. Jetzt bin ich gespannt. Also mehr? Ich brauche jetzt keinen, ich wollte schon AMD sagen. Ich brauche jetzt keinen Benchmark machen oder sowas. PC-Mark, glaube ich einfach nicht. Und der Rest. Ich habe, also mehr kann ich nicht machen. Ich habe mich viel zu lange damit aufgehalten. Aber jetzt schauen wir doch mal. Und ich habe 5 Sterne. Alle Viren wurden beseitigt. Wie ich es mir gewünscht hatte. Und all dem Staub haben sie gründlich den Gar ausgemacht. Nun soll mir recht sein, wenn er zufrieden ist. Das freut mich. Ich habe mich auch wirklich bemüht. Kann man also verwerfen. Man kann das hier auch nochmal anschauen. Bei Bongel. Passt. Freut mich. Ich habe mich auch wirklich bemüht. Einen schalen Beigeschmack gibt es zwar trotzdem, weil ich das Gefühl habe, hier hätte ich vielleicht noch mehr Kabel tauschen können, aber ich bin der Meinung, ich habe alles versucht. Egal. Ich muss weitermachen, sonst komme ich nicht weiter. Hier sind nochmal neue Teile verfügbar. Ist das jetzt schon wieder was anderes, oder was? Ja gut, von mir aus. Die neuen Sachen möchte ich mir jetzt aber nicht anschauen. Was für einen Rechner könnte ich mir dann jetzt antun? Was denke ich? Was könnte ich machen? Was haben wir hier alles? Der mit seinem Spiel finde ich recht interessant, mit diesem Will It Run. Das muss ich allerdings bestellen. Der mit seiner Festplatte, den finde ich eigentlich ziemlich spannend. Ob das klappt mit dieser Seagate Barracuda? Er hat natürlich ewig gelabert. Von wegen Filme und so weiter. Bla bla bla. Viel leiert er nicht raus, was er will. Naja, er möchte halt Festplatte. Ja, er redet nicht von Kabeln, er redet nicht von Staub, er redet nicht von Viren. Naja, okay. Das probieren wir mal. Das interessiert mich. Das ist der da. Ich hoffe halt auch, ich verstehe das übersetzt eben richtig, dass er 1 TB dazu will. Ja, nicht, dass er 1,5 dazu will. Sonst müsste ich nachordern. Jetzt schauen wir mal. Hoppala. Mann, 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 was ist los mit mir heute? Okay, ich wollte eigentlich so machen, deswegen habe ich ihn nochmal aufgenommen. Machen wir mal auf, den Quatsch. Okay. Na gut. Ja gut, die Festplatte lässt sich natürlich problemlos einbauen. Allerdings muss ich da hinten öffnen. Und dann mal schauen, ob das schon reicht. Und ob eine Barracuda auch funktioniert. Kabel werde ich versuchen, dieselben zu nehmen, die schon verbaut sind. Also ganz normale schwarze Kabel. Na gut. Festplatte. Barracuda. Okay, ich muss das irgendwie, Laufwerkschaft muss geöffnet werden und dann installieren.
Und jetzt den Schacht wieder schließen, oder? Jawohl. Und dann Kabel. Ja gut, ganz normale. Wie? Ich wollte die Kabel eigentlich jetzt, also diese schwarze ummantelt. Das war's, was ich wollte. Weiß nicht, warum er da jetzt so komisch rumgeeiert hat. Okay. Ganz links halt oder so, würde ich sagen. Und Strom wahrscheinlich noch, oder? Wobei, ich glaube, das war jetzt gerade Strom. Genau, wegen der, ja genau, wegen dem Netzteil. Und das ist jetzt der Platz. Ganz genau. Warum er mich da nicht direkt auf den Kabelbildschirm jetzt gebracht hat, das habe ich jetzt nicht verstanden. Es ist aber grün, also ich hatte recht. 1 Terabyte dazu. Ich hoffe mal, mit der Barracuda ist er jetzt zufrieden. Ich habe jetzt versucht, was Gescheites zu kaufen. Ja, immerhin. Das war's eigentlich auch schon. Ich habe das Bedürfnis, vielleicht sogar noch zum Bonus zu machen. Vielleicht noch einen Virenscan oder sowas hinzulegen. Warum nicht? Wenn da so viel da rummacht und was weiß ich was. Irgendwas mit Filme, Rippen und Zeug. Vielleicht ist es ganz gesund, auch mal nach Viren zu schauen. Da machen wir den Sticky auch gleich drauf. Das da. Jawohl. Probier mal. Aber ich denke, das passt. Barracuda läuft. So hätte ich es jetzt bei meinem PC gemacht. Machen wir den auch noch, komm. Das dauert ein paar Sekunden. Das ist nicht das Problem. Einfach mal abwarten. Aber zu viel machen kann man da sowieso nicht. Nee, aber er ist zumindest geschützt. Also es war natürlich kein Virus drauf. Okay. Ja gut, viel mehr wüsste ich jetzt aber auch nicht, was ich jetzt noch machen sollte. Also er hat nichts erwähnt. Er hat einen Satz gesagt. Einen. Ja. Speicherkapazität und so weiter. Da steht nichts zwischen den Zeilen. Dass er halt gerne Filme schaut und so weiter. Soll ich ihm jetzt ein Hintergrundbild von diesem Film da drauf machen? Oder Ghostlaster? Ghostlaster. Ach, Ghostlaster. Ich habe die ganze Zeit Ghostlaser gelesen. Wie komme ich jetzt auf Ghostlaser? Ghostlaster. Jetzt, mein Gott, Ghostlaster. Jetzt erklärt sich auch, warum Kippmulde und Kiesgrube. Ich habe die ganze Zeit Ghostlaser gelesen. Ghostlaster. Was ist denn das für ein Blödsinn? Nee, aber... Also, hä? Es gibt keine Filmprogramme, die ich jetzt noch installieren könnte oder sonst was. Ich denke, das passt so. Ich habe jetzt sogar noch einen Virenscan gemacht. Also ich würde sagen, das passt. Ghostlaster. Ja, wie gesagt. Seid mir halt einfach nicht böse. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Ich bin nicht 1000%ig konzentriert. PCI-Abdeckung. Schon wieder eine PCI-Abdeckung. Gut, vielleicht ist die rausgedroppt, als ich was installiert habe. Weil das ist schon die zweite PCI-Abdeckung. Ich wollte sagen, seid mir einfach nicht böse. Ich versuche quasi zu drehen, obwohl ich eigentlich nervlich oder emotional überhaupt nicht in der Lage bin, aus verschiedenen Gründen. Also wenn ich mich mal verklicke oder nicht ganz so auf der Höhe bin, nicht böse sein. Wo ist denn jetzt die PCI-Abdeckung rausgeflogen? Merkwürdig. Hä? Bei welchem PC ist das denn passiert? Der letzte hat 5 Sterne gebracht. Also hier, wenn dann irgendwo, aber wieso ist die jetzt rausgeflogen? Oder ist die standardmäßig irgendwo mit dabei oder sowas? Eine PCI-Abdeckung hat man ja hier. Aber wo ist denn die weggeflogen? Ich habe doch gar keine Grafikkarte oder sowas eingebaut. Hä? Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Manchmal verstehe ich es nicht. Wo ist denn... Ist das die zweite PCI-Abdeckung, die jetzt weg ist? Oder neu dazugekommen ist? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wo die jetzt herkommt. Ich habe keine Grafikkarte oder sowas eingebaut. Ich habe ja hier alles zugemacht gehabt, oder? Also da gibt es ja nichts zum... Schon richtig, oder? War ja korrekt. Da gab es ja keine Abdeckung hinten drauf. Wobei, die wäre, hätte ich ja im Inventar, oder? Bin schon ganz durcheinander. Nö, müsste eigentlich passen, gell? Ich habe mich jetzt gerade gefragt. Da gibt es ja keine Abdeckung hierfür. Nö, eigentlich müsste es passen. Die Abdeckung ist ja das hier. Ich möchte nichts falsch machen. Ich glaube, ich bin geschädigt von diesem 4-Sterne-Ding. PCI-Abdeckung.
Also der letzte PC kann es nicht gewesen sein, sonst hätte ich keine 5 Sterne bekommen. Weil die ist erst seit dieser Session in meinem Inventar. Und hier ist nichts offen. Komisch. Ne, ich würde eigentlich sagen, das passt so. Ja. Ich hoffe, das ist okay für ihn so jetzt, also. Wenn jetzt was falsch ist, weiß ich nicht, was es war. Wieder mal. Ich sollte aber meinen, dass es passen könnte, müsste, sollte. Das war jetzt, der da. Müsste in Ordnung sein. Ich habe jetzt extra versucht, eine gescheite Festplatte einbauen. Sein Budget habe ich eingehalten. Es läuft alles. Ich habe sogar noch einen Virenscan gemacht. Von Kabel oder ähnlichem sprach er nicht. Wie ich jetzt da auf irgendwelche Filme da noch was machen soll, wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich würde mal sagen, es passt. Hoffe ich. Außer er kommt jetzt nicht drauf klar, dass ich die Festplatten getauscht habe. Also vermischt habe. Die Barracuda noch und so. Aber ich bin der Meinung, sollte passen. Und die PCI-Abdeckung, glaube ich nicht, dass die von ihm war. Und es sind 5 Sterne. Also, man kann ja sagen, was man will. Und ich sehe auch gerade, ich habe die Folge total überzogen. Da könnt ihr mal sehen, ich bin irgendwie... Ist nicht schlimm, aber ich habe die Uhr vergessen. Macht nichts, dann geht halt die Folge mal ein bisschen länger. Man kann ja sagen, was man will. Und auch, dass ich, meinetwegen unkonzentriert bin oder sonst was. Aber sternemäßig läuft's. Sternemäßig läuft's. Aber jetzt habe ich die Uhr verlautert. Das sieht man mal, wenn man doch Spaß hat, wie das geht. Naja, das ist die Entschuldigung für die erste Folge aus dieser Session, weil ich da so viel gelabert habe. Jetzt sind es aber schon 22 Minuten. Jetzt muss ich hier aber wirklich raus. Ich bin regelrecht erschrocken. Aber geklappt hat's. 5 Sterne. Hey. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.